Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, wie sie entstanden sind. Das sagte einst Einstein und der Mann hatte verdammt recht. Wie aber schaffst du es, dein Denken, deine Herangehensweise so zu ändern, dass auf einmal viel Größeres möglich ist, dass du in der Lage bist, unglaublichen Erfolg aufzubauen, dir ein glückliches Leben zu gestalten, Riesenprobleme zu lösen, an denen du dir vorher fast die Zähne ausgebissen hast. Darum geht die heutige Folge des Create a Living Legacy Podcasts. Mein Name ist Sonja Piontek. Ich komme aus einfachen Verhältnissen und habe mir in meinem Leben zum einen sehr viel Erfolg, aber zum anderen auch unglaublich viele sehr glückliche Momente aufgebaut. Ich habe mir sehr bewusst ein Umfeld aufgebaut, das mir gut tut, das meiner Seele gut tut, aber durchaus auch meinem Erfolg. Und insofern nehme ich diese Podcast-Folge heute auf von der Bichlalm, einer Alm, die nur wenige Minuten von meinem Zuhause, meinem neuen Zuhause hier in Kitzbühel entfernt ist. Ich bin 2 Minuten mit dem Fahrrad zum Lift gefahren, dann hier hochgefahren, sitze jetzt auf einer Almwiese mit den wundervollsten Almblüten. Um mich rum summt es und flattert es, Schmetterlinge, Insekten. Es ist also wirklich das wahre Leben hier. Direkt ums Eck war gerade noch eine Kuh, die gebimmelt hat. Kann also sein, dass die auch gleich wieder sich einklingt. Ja, und in diesem Setting möchte ich über dieses so wichtige Thema sprechen. Wie gelingt es dir, ein anderes Umfeld für dich zu kreieren? Ein Umfeld, das es dir ermöglicht, wirklich Großes zu kreieren. Ich möchte auf 3 wesentliche Punkte eingehen. Einmal das rein physische Umfeld. Wo und in welcher Umgebung hältst du dich auf? Dann das soziale Umfeld. Wer sind die Menschen, mit denen du dich umgibst? Wer sind die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, viel Zeit verbringst, von denen du Impulse bekommst? Und als drittes, auch ein nicht zu unterschätzender Punkt, mit was fütterst du deinen Mind? Was gibst du deinem Kopf abends mit nach einem langen Tag? Was lässt du auf dich einprasseln? Und diese 3 Themen haben einen enormen Einfluss darauf, wie es dir geht in deinem Leben und was du erreichst. Lass uns zuerst über das Umfeld sprechen. Ganz bewusst sitze ich jetzt hier auf der Alm in dieser Wahnsinnskulisse. Vor mir die schneebedeckten Berge des Hohen Tauernmassivs, rechts von mir der Hahnenkamm, hinter mir der wilde Kaiser, um mich rum Almblumen, so eine richtig fast schon kitschige, klischeehafte Almwiese. Was macht dieses Umfeld mit mir? Wenn ich das jetzt vergleiche zu einem Aufnahmestudio zum Beispiel. Im Studio wäre, gut, die Aufnahmequalität wäre vielleicht ein Touch besser, aber der ganze Spirit, die Energie wäre doch nicht dasselbe. Und hier in der Natur ist es eben ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Energie, ein ganz anderes Denken und ein ganz anderes Freisein auch für den Kopf. Das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel meine Coachings gerne an außergewöhnlichen Orten durchführe. Ich lade Menschen ein, aus ihrem gewohnten Umfeld rauszukommen und 3-4 Tage zu mir hier nach Kitzbühel zu kommen. Einfach diese weiten Blicke zu genießen, ganz anderes Umfeld zu erleben, viel Erfolg auch in dieser Umgebung zu sehen. Denn das macht auch was mit dir. Bist du eben in einem tristen Umfeld, laut, mit viel Straßenlärm und viel Häusern und da können sich gute Ideen doch gar nicht so ausbreiten. Und ich war jetzt vor kurzem in der Mongolei auf einer Coaching-Retreat-Reise, ganz bewusst eben in einem sehr, sehr, sehr anderen Umfeld.
bei den Nomaden, bei den Adlerjägern. Wir haben übernachtet in traditionellen Jurten, haben durchaus das ein oder andere Mal Hammel gegessen, gemeinsam mit unseren mongolischen Freunden. Wir haben gesungen, wir haben Stutenmilch getrunken, wir haben gesungen, wir haben Yak-Milch getrunken. Wir sind eingetaucht in eine ganz andere Welt. Und in so Momenten, wo du als Teilnehmer in dieser Weite sitzt, die Einfachheit des nomadischen Lebens am eigenen Leibe einfach erleben darfst, wo du den mächtigen Adler auf deinem Arm hast und dir dann Fragen stellst, was du in deinem Leben wirklich erreichen möchtest, was dich zurückhält, wo vielleicht was zwickt, da kommt auf einmal richtige Tiefe. Da passiert echte Transformation. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen auch kommen und sagen, ja, ich habe hier eine Fragestellung, ich habe hier ein Thema. Und in so einem Umfeld auf einmal begreifen, dass sie ein viel, viel größeres, tiefer liegenderes Thema haben. Sei es innere Glaubenssätze, die ihnen viele, viele Jahre ihres Lebens in Erfolg und Glück gekostet haben. Seien es Themen, wo man einfach sagt, warum quälst du dich in einen Job, der dir keinen Spaß macht, wo du jeden Tag mit einem Würgegriff am Hals in ein Umfeld gehst, was dich fertig macht. Und es ist dann so leicht zu sagen, ja, die Bösen. Nein. Warum gehst du denn da überhaupt hin? Und es geht jetzt nicht darum, dass jeder sofort innerhalb von eines Fingerschnips den perfekten Alternativjob hat. Aber wenn ich da über Jahre, zum Teil Jahrzehnte mich hinquäle, dann muss ich mir schon mal überlegen, warum tue ich mir das an? Warum tue ich mir ein Umfeld an, was mir so viel Leid, so viel, ja, miese Momente, so viel Angst, so viel fehlende Wertschätzung, so viel Tränen auch verursacht. Und da ist eben kein Weg zu sagen, ja, die anderen sind ja so doof und das ist ja, der Chef ist ja und die Arbeit und das und das. Nein, da geht es wirklich darum, eben mal sich ganz bewusst die Frage zu stellen, was kann ich dafür tun, dass ich mir ein Umfeld kreiere, in dem ich glücklich sein kann, in dem ich mich entfalten kann und darf und vielleicht sogar gefördert werde. Und um das zu begreifen, ist es eben so wichtig, mal aus diesem negativen, destruktiven oder vielleicht einfach nur gewohnten Umfeld rauszukommen. In der Mongolei zu sitzen, an einem Topf mit einem Hammel, neben einem Kind, einem Vierjährigen, der gerade voller Lebenslust an der Hammelkeule nagt. Den Adler auf dem Arm zu haben und auf einmal zu begreifen, warum ich nicht wegfliege, warum ich nicht meine Flügel endlich ausbreite und losfliege in das Leben, was ich doch so verdient habe. Überlegt euch das wirklich mal. Welches Umfeld, in welchem Umfeld bewegst du dich, in welchem Umfeld lebst du? Bist du da, wo du sein möchtest, räumlich? Natürlich kann man nicht immer genau perfekt im Paradies sitzen. Aber verbringst du genug Zeit an Orten, in Umfeldern, die dir echt gut tun? Wenn nicht, was kannst du daran ändern? Und es gibt natürlich 100 Ausreden, warum du es nicht ändern kannst. Aber vielleicht gibt es nur einen Grund, weshalb du es ändern solltest. Und das ist dein Glück und dein Erfolg. Denn dein Leben ist das wertvollste Geschenk. Und das solltest du nicht vertun. Vielleicht ist es aber auch gerade dein soziales Umfeld, was dich daran hindert, dein räumliches Umfeld zu verändern oder zu verlassen oder zumindest regelmäßig daraus auszubrechen. Und das heißt ja nicht auswandern, Koffer, nein,
Aber das heißt zum Beispiel jetzt eben wie bei mir, eine Podcast-Folge eben nicht am Schreibtisch zu machen, sondern raus in die Natur und sie dort zu machen. Und das heißt zum Beispiel für einen Menschen, der in seinem Job richtig unglücklich ist, sich vielleicht wirklich proaktiv mal nach Alternativen umzuschauen. Und in dem Moment, wo du den Blick hebst, das ist unglaublich, wie viele Türen und Tore du da auf einmal wahrnimmst, die sich öffnen. Um in den Worten einer der Teilnehmerinnen aus der Mongolei-Reise jetzt von diesem Jahr um die wiederzugeben, die sagte einfach nur, es ist so unglaublich, was ich seit meiner Rückkehr getan hat. Ich muss bei sowas immer nur schmunzeln. In dem Moment, wo du dich öffnest, wo du den Blick eben wieder nach oben richtest, siehst du die Möglichkeiten, die vielleicht sogar davor auch schon da waren, die du aber einfach nicht wahrgenommen hast. Aber zurück zum sozialen Umfeld. Was macht es mit dir? Was machen die Menschen mit dir, mit denen du die wesentlichen Zeiten deines Lebens verbringst? Also ich finde es ja immer so spannend, wenn du zum Beispiel einfach mal guckst, welche Menschen sich gruppieren, wo sie sich gruppieren. Und es ist ganz häufig so, dass die Raucher eben bei den Rauchern stehen, die Übergewichtigen mit den Übergewichtigen ins Café gehen, zur Eisdiele gehen und dort sich noch eine Sahnetorte bestellen. Dass die Fitten gemeinsam mit anderen sportlichen Freunden in die Berge gehen. Dass die Erfolgreichen mit anderen Erfolgreichen in den Austausch gehen. Und vielleicht ist da natürlich nicht jeder immer auf demselben Level. Aber glaubst du wirklich, dass du richtig erfolgreich und glücklich sein kannst, wenn du mit Menschen dich umgibst, die viel zu negativ sind, die in allem Probleme sehen, die immer mosern und meckern und lästern und nörgeln und es gibt so Menschen, da ist das Glas nicht nur halb leer, da ist es zersprungen, da ist es kaputt, da ist es beschlagen. Mein Gott! Und dann gibt es Menschen, die sehen sogar bei einem faktisch leeren Glas, dass in der Nähe ein Wasserhahn ist. Und mit solchen Menschen möchtest du dich doch umgeben. Mit Menschen, die Möglichkeiten sehen, die dein Potenzial sehen, die dich vielleicht auch mal ein bisschen pushen, die mal sagen, hey, da geht doch noch mehr. Mensch, bewirb dich doch auf den neuen Job. Sag mal, warum bist du denn in einer Ehe noch, wenn du seit vielen, vielen Jahren schon unglücklich bist? Das muss nicht sein. Und ja, große Veränderungen sind schwer. Und da braucht es Unterstützung von Menschen, die dich sehen, die dich verstehen und die gemeinsam mit dir diesen Weg gehen, die dir die richtigen Fragen stellen, die für dich da sind und die dich begleiten in ein neues, glücklicheres, erfolgreicheres Leben. Und du musst nicht gleich, wer weiß Gott, was anvisieren oder ein Ziel haben, was der Besteigung des Everest gleicht. Überhaupt nicht. Aber überleg dir doch einfach mal, wer sind die Menschen? Und ich wiederhole das so oft, weil das ein so wesentliches Thema ist. Wer sind die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Und tun die dir wirklich gut? Tun die dir gut? Wenn nein, dann überdenk mal, wie du vielleicht zumindest die Zeit mit ihnen reduzieren kannst. Wie du dich vielleicht auch mal zurückziehen kannst von einem Menschen, der dir einfach nur Energie zieht und ständig nur negativ ist. Boah, es gibt so Menschen auch in meinem Leben, gab es sie zumindest, wo ich gemerkt habe, puh, die tun mir nicht gut. Und je mehr Menschen ich in meinem Umfeld habe, die mich inspirieren, die mich auch durchaus mal anpushen, die mir mal eine kritische Frage stellen, die durchaus auch mal sagen, ich glaube, das war jetzt nichts oder hey, da geht doch echt noch mehr. Je mehr solcher Menschen ich in meinem Umfeld habe, umso besser läuft's. Und der dritte Punkt, auch ein ganz wesentlicher, was lässt du wirklich in deine Gedanken? Bist du jemand, der sich, aufgeilt an Negativität, der jeden Tag 5-mal die Weltnachrichten mit all ihrer Grausamkeit betrachtet und dann noch 3 Stunden darüber redet, was alles in der Welt gerade schief geht?
Und das heißt nicht, dass du unbedingt völlig ignorant sein sollst, ob der Themen, die in dieser Welt gerade laufen. Aber die Frage ist, wie viel lässt du davon wirklich in deinen Alltag, in deinen Tagesablauf? Wie startest du deinen Tag? Startest du ihn mit Social Media, mit irgendwelchen Tausenden von Posts? Startest du ihn mit Negativnachrichten? Oder startest du ihn vielleicht mit einem wunderschönen Lied, mit einer Meditation, mit ein paar Sätzen der Dankbarkeit und gibst dir damit ein ganz anderes Setting? Was für Unterhaltungen lässt du zu? Auch das natürlich wieder sehr eng verbunden mit dem Thema, mit was für Menschen umgibst du dich? Was für Filme schaust du dir an? Was für Bücher liest du? Was für Podcasts hörst du dir an? Wie konsumierst du Medien? Ganz wesentlicher Part. Und ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sehr bewusst mir auswähle, was ich in meine Gedanken lasse. Und ich wähle sehr bewusst, wem ich zuhöre, was ich höre, weil das einfach einen so unglaublichen Einfluss darauf hat, wie auch ich mich fühle und welche Gedanken ich habe. Und ich mache durchaus auch oft anstrengende Themen durch. Ich mache gerade ein sehr intensives Coaching selber als Teilnehmer durch, was echt zum Teil brutal anstrengend ist, aber anstrengend in einer ganz positiven, in einer sehr bereichernden Art und Weise. Und es darf auch anstrengend sein, nur darf es nicht negativ energieraubend sein. Weil wenn du Dinge machst, die dir wirklich ständig die positiven Gedanken, deinen Spirit, deine Energie rauben, dann solltest du das wirklich überdenken. Und in dem Sinne würde ich sagen, überleg dir einfach, was kannst du hier und heute für dich Gutes tun? Wo kannst du dich räumlich hinbegeben? An einen Ort, der dir gut tut? Mit welchen Menschen kannst du dich heute treffen, zusammentun, die dich voranbringen, die dich glücklich machen, die dir Energie geben? Und was kannst du an Gedanken in deinen Kopf lassen, die dich inspirieren, die dich weiterbringen und die dir einfach nur gut tun? Denn wie es so schön im Englischen heißt, um das nochmal abzurunden, und es ist im Grunde genommen dasselbe, was Einstein so schön gesagt hat: What got you here won't get you there. Das, was dich hierher gebracht hat, wird dich nicht an den nächsten Punkt bringen. Und insofern überdenke, challenge dein Umfeld. Überleg dir ganz bewusst, wie du dein Umfeld kreierst, um dahin zu kommen und dort zu sein, wo du glücklich bist, es dir gut geht und du richtigen Erfolg für dich aufbauen kannst. Insofern kann ich nur sagen, ganz, ganz, ganz herzliche Grüße hier von der Bichelalm, von dieser traumhaften Sommerwiese mit Blick auf das gesamte Tal und im Hintergrund die hohen Tauern. Es ist ein so inspirierendes, unglaubliches Setting. Und ich wünsche dir, dass auch du viele glückliche Momente in deinem Wohlfühlsetting verbringen kannst. Ganz herzliche Grüße. Und tu mir gern den Gefallen und teile diese Podcast-Folge mit Freunden, mit Verwandten, mit Menschen, wo du das Gefühl hast, denen tut's gut. Und wenn du möchtest, bewerte sie auch gerne, denn das wiederum hilft mir sehr. Ein ganz herzliches Dankeschön, deine Sonja Piontek.